I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. Sicherlich wundert ihr euch. Wir hatten ja gesagt, dass wir heute mit dem Fahrrad zum Wikingerdorf fahren wollen. Planänderung. Wir fahren weiter die Ostseeküste entlang. Unser Ziel ist Murza. Und schauen wir mal, ob wir unterwegs halten, ob wir in Murza was bekommen und was wir alles entdecken werden. Warum haben wir den Plan geändert? Wissen wir gar nicht, weil wir zu viele Ziele uns vorgenommen haben, die wir dann 2 Wochen gar nicht schaffen werden. Von daher werden wir so ein bisschen 100 Meter im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das Landesinnere vernachlässigen. Und da das Kaputtgehen noch kein Ende hat, ist dann unsere neue Kamera, die ganze 2 Wochen alt ist, heute auch in die Versenkung geraten. Sie geht immer wieder aus. Und wir haben jetzt die alte Kamera wieder genommen. Wir haben die extra für den Urlaub gekauft, um unsere alte als Ersatz zu nehmen, weil die nach einer Zeit ihre Aussetzer hat, wenn sie zu warm wird. Die neue, die will überhaupt nicht. Die hat Aussetzer, ohne dass es zu warm ist. Ja, die hat schon Aussetzer, wenn sie kalt ist. Also von daher machen wir weiter. Fortsetzung folgt mit Pleiten, Pech und Pannen eines Urlaubs, wenn man YouTube macht und Fahrrad fahren will. Victoria, könnt ihr die überhaupt sehen? So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I. And I don't know why I feel this way. Ich glaube, man kann es nicht erkennen, aber die Seite hier, das ist komplett alles Moor. Ein Fitnessparcours für Senioren. Neues Ziel. Wir sind in Murza, wie der Campingplatz heißt. An der Stelle kommt besser ein Foto. Murza oder irgendwie so. Keine Ahnung. Wenn ihr euch wundert, wie ich aussehe. Habe fertig, bin fertig. Es ist so warm. Wir haben über 30 Grad. Der Betreiber hat sich hinten in den Schatten, in die Sonne gelegt. Ich wollte bezahlen, sagt er, Hause, Geldhause. Also bezahlen, wenn wir abfahren. Tipp von der lieben Jutta, von den Womonauten, haben wir uns eigentlich nur knapp verpasst. Wir sind aneinander vorbeigefahren, aber
Hat nicht funktioniert, dass wir uns hier treffen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall durch den Ort und dann so schnell wie möglich ans Wasser, weil von da hinten muss das Meer sein und von da kommt auch eine angenehme Brise. Hier sind schon einige Lokale zu, haben wir schon gesehen, aber es scheint ein kleines Örtchen zu sein, recht beschaulich. Und vielleicht gibt es ja auch dann mal wieder einen Abendspaziergang. Aber ohne mich. Jo. Kleines Ortsupdate. Wir sind in Puskova auf dem Camping Spi Murza. Jetzt wissen wir, wie es ist. Und mich hat gerade die Mutter Gottes hier vorne mit den ganzen Ketten und Rosenkränzen echt verwundert. Das ist schon beeindruckend. Und auch hier die Geschenke, die hier stehen, wie Wasserflaschen und so. Zwischen den Steinen stehen Wasserflaschen. Ich muss mal googeln, mit was das auf sich hat. Aber das ist auf jeden Fall irgendeine Gedenkstätte. Wir sind hier im Garten der Hoffnung. Nee, Quatsch. Wir sind hier im Garten der Freunde. Und vor uns ist das Ostseekreuz der Hoffnung. About you, I wish you were mine. Ich glaube nicht, dass das der R10 ist. Da vorne kommt loser Sand. Karibik-Feeling. Komplettes Siedlung, Örtchen, Ferienhaus, Siedlung, alles im Wald. Unheimlich schöne Atmosphäre. I'll take the blame for when we are. I'm not sure that we can keep getting rid of emotion. War alles schon so langsam Richtung Winterschlaf, ne? Kontraste, ne? Mhm. Hier noch so ganz alte Dacias, hier neue Blockhütten, teilweise neue Chalets, teilweise alte. Aber guck mal, da ist ja noch echt diesen Dacia-Style und da diesen Pyramidenkasten. Wobei der scheint noch nicht ganz fertig zu sein, ne? Zumal er hinten ja auch stand, da vorne endet die Straße, wie ich auch gerade feststelle, endet die da auch. Kommt's nicht weiter. Da sind sie aber auch dran. Überall sind sie am Bauen. Ne? Der wird auch schick, der Pavillon. Guck mal, die schöne Balken da dran haben, Alfred. Ja, ja.
Das sind Balken. Ja, ja. Die sind dicker als am Gartenhaus. Ich erschlag dich jetzt. Bitte? Ich erschlag dich jetzt. Aber hier etwas anders. Da musst du mit dem Catcar übers Drahtseil fahren. Na gut, dass er zu hat, sonst hätte Alfred bestimmt darauf bestanden, dass ich darauf gehe. Der Vorteil ist, du kannst dich nicht verfahren. Ich glaube, da muss deine Frau jetzt rein. Da ich ja jetzt mit euch rede und die Kamera halte, deshalb der kurze Schwenk, ist, glaube ich, unschwer zu erkennen, wer seit längerem in diesem Krimskrams-Zelt verschwunden ist. Haben die auch Werkzeug? Weil ich habe gesagt, die haben alles, vom Kabelbinder bis zum Dessertteller. Weg war er. Guck mal. Und wer hat was gekauft? Und wer ist mit leeren Händen zurückgekommen? Nicht immer ich. Eindeutiger Beweis. Shopping King Alfred. Eindeutiger Beweis, dass ich das wieder von meiner Frau geholt habe, damit ich gucken kann, ob ihr Fahrrad zu Shopping King ist. Alfred, der Erste. Ja, ja. A new star is born on the shopping himmel. Er repariert am Fahrrad alles. Vom Motor bis zur Klingel. Wenn man so eine Klingel ja auch. Ja, ich habe die auch schon für 70 Cent beim Action gesehen, ja. Nicht für 4,95 vom AMA. Wir sind jetzt wieder in Puskovo, fast am Campingplatz. Und bevor ihr dahin abbiegt, habt ihr hier diesen kleinen Weiher, um den man schön herumlaufen kann, mit vielen schönen Bänken, wieder Picknickplätze und ja, ich glaube da vorne dort übt dann das Dorforchester, ne, in dem Pavillon. Auch das gehört dazu. Alfred lässt es keine Ruhe. Dass mein Rad nicht funktioniert. Und so hat er eben noch ein paar Schraubenzieher geholt. Aber jetzt weiß ich, dass das Teil nicht kaputt ist. Das ist nur das. Also nicht mein Handyhalter, sondern die Schaltung für den Motor. Von daher werden wir den jetzt bestellen. Das ist der letzte Test. Jetzt bestelle ich den und dann will ich nach Hause kommen. Hat meine Frau wieder Glück gehabt. Ja, aber mit dem Hochschalten über dein Rad funktioniert das ja. Sollte ein großer Berg auf einmal sein und wir bis in die Alpen fahren, schaltet er mir mein Panel vorher hoch. Das machen wir dann an seinem Bedienpult und dann stecken wir wieder um. Und hier der versprochene Abendspaziergang. Mal gucken, wie ich jetzt auf dem schnellsten Weg zum Strand komme. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne am Horizont ist. Sonnenuntergang soll etwa in einer Stunde sein. Und von daher alles im grünen Bereich.
not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a sight. Überall sind die Leute und machen ihre Selfies. Okay, sie steckt gerade ein. Stativ hat nicht so richtig gehalten im Sand. Oma macht Fotos von Enkelkind. Ich mache Fotos von euch, von Sonnenuntergang. Und ich glaube, das wird gleich noch richtig gut, wenn die Sonne ganz untergegangen ist. Guten Morgen. Der Chef ist wach, dem ist aber schon wieder warm. Ja. Wir haben, ich glaube, 11 Uhr, haben allerdings gar nicht so lange geschlafen. Es war so heiß heute Nacht. Haben jetzt auch aus Sicherheitsgründen nur hinten das kleine Häkchen ein Stückchen aufgehabt. Auch die anderen hier hatten die Seitenfenster also definitiv nicht auf. Wir haben uns da an unsere Mitstreiter aus Tschechien und Polen orientiert und haben die zugelassen. Draußen sitzen ist hier im Moment nicht ganz so gut. Hier sind kleine, fiese Mücken, die auf jeden Fall antibrummresistenter sind als die, die wir kennen. Und wir waren schon so zerstochen, dass wir uns relativ früh reingesetzt haben. Zwar alles offen gelassen haben, da kamen die Mücken auch nicht rein, aber hier gibt es so winzig kleine Eintagsfliegen, die quetschen sich durchs Fliegengitter. Manche bleiben stecken, dadurch hast du dann ein gepunktetes Fliegengitter, aber es kommen so viele rein. Wir hatten gestern noch den Fernseher an, weil wir ein Video geschnitten haben und darüber war alles, ja, Salz und Pfeffer nennt man das Muster, glaube ich, oder Pepita. Aber hier auf dem Campingplatz ist morgens um 7 eigentlich alles wach, außer wir, war ich schon. Der Rahme muss ja Alfred nicht, aber da waren schon viele, die draußen gefrühstückt haben. Unsere fleißige Fee hat hier schon die Bäumchen gegossen. Dummerweise stand eins unter meinem Schlafzimmerfenster. Das brauchte wohl extrem viel Wasser, aber mega ruhig hier, alles am besten. Und wir haben ausgiebig in Ruhe hier gesessen, geklönt, geplant. Und jetzt fahren wir mit euch Richtung Reval. Dort haben wir auf dem Weg, nicht weit von hier, ich glaube, da kannst du gut zu Fuß hinlaufen, die Klosterruine Hof, glaube ich. Hof heißt sie, glaube ich. Und dann fahren wir in Reval und vielleicht noch ein, zwei Orte weiter. Gucken wir mal, wie die Wegverhältnisse sind. Wir nehmen euch mit. Und halten euch auf dem Laufenden. Weil, das muss ich noch sagen, der Fahrradweg geht nämlich genau hier an unserem Tor vom Campingplatz vorbei. Das ist mal gut. Und diesmal habe ich die Schilder auch gesehen, bevor wir losfahren. Bis später. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright.
Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Wir sind jetzt in Tricac, der Nachbarort von Puskovo. Da hinten, wo ihr das Strandcafé seht, da ungefähr stehen wir auf dem Campingplatz. Und hier an der Kirchenruine von Hof gibt es halt diese Aussichtsplattform. Also echt schön. Wenn ihr die Brust der guten Dame berührt, soll das Glück bringen. Haben wohl schon viele zugelangt, glänzt regelrecht. Und hier haben wir die Kirche, wie sie einmal ausgesehen hat. Das Meer hat sie sich Stück für Stück geholt. Früher lag sie viele Meter vom Meer entfernt. Der Küstenradweg R10 ist nicht immer sehr fahrradfreundlich. Manchmal ist er auch eher wie so ein Pferdeweg. Also du hast hier sehr viel Sand, hatten wir gestern auf dem anderen Stück ja auch schon teilweise. Aber das waren immer nur ein paar Meter, aber hier haben wir ein paar 10 Meter. Von daher. Ja, mit sehr breiten Reifen tut es das vielleicht, auch ja. Mit normalen Reifen. Also mit Fullies geht es, aber mit unseren hier tut es gar nicht. Da wir vorne hoffen, dass er da hinten besser wird. Da sieht es aus, als wenn er besser wird, genau. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance, I swear. Try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can't show what you mean to me. Cause I don't know what to do if you go. Wir sind jetzt hier am Strand, am Fischereihafen, und hier kannst du frischen Fisch kaufen. Die Boote liegen hier genau wie in Dänemark auf dem Strand und werden hinten über diesen Klotz dann ins Wasser gezogen. Und das ist das Seil, wo es dann da hinten mit ins Wasser gezogen wird. Strand ist hier unwahrscheinlich gut besucht. Und hier könnt ihr auch noch frischen Fisch kaufen. Und dann gehen wir jetzt mal gucken. In Reval ist wesentlich mehr los als in Puskova.
Puskovo und Prishchenko, wo wir gestern waren. Und auch wenn du da runter siehst, es liegen ganz viele Leute noch am Strand. Also da musst du noch ein ganzes Stück fahren, damit es wieder ruhiger und einsamer wird, glaube ich. Aber du hast hier eine schöne Flaniermeile. Ich glaube, wir drehen da mal eine Runde mit euch. Und dann gucken wir mal, was das Örtchen noch so hergibt. Auf jeden Fall nach Lodi und Kofi Fisch. Überall hier frische Fischbohnen. Und hier wird zu jeder Uhrzeit gegessen. Die sehen aus wie Wale. Jetzt sind wir alle. Das sind wir alle. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to ein kurzes Statement, was uns aufgefallen ist. Jeder Touristenort hat nicht nur diese Bütchen zum Essen und für Souvenirs. Nein, er hat auch ein Haus, das auf dem Kopf steht. Einen Seniorenspielplatz, wie ich diese Fitnessparcours immer nenne. Und alle 10 Meter eine öffentliche gepflegte Toilette, für die du zwar ein Slot die 50, glaube ich, zahlen musst, was nix ist. Es sitzt immer jemand da, der hinter dir herwischt. Und das muss ich sagen, das ist schon nicht schlecht. Hier gibt es alles aus Bernstein. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Reval ist voll touristisch. Sehr viele Deutsche. Wir haben hier mehr Deutsch als Polnisch gehört. Das erste Mal, selbst in Swinemünde, war weniger Deutsch zu hören als wie hier. Ist absolut dem Tourismus verschrieben. Hast wahnsinnig viele nette Lokale mit auch mittlerweile immer weiter günstigeren Preisen, umso mehr wir gegen Osten kommen. Muss man sich mal angucken, kann man sich nett hinsetzen, die Leute beobachten. Aber wir würden hier nicht übernachten. Dann sind wir lieber in so einem Kuhdorf, wo wir jetzt sind. Der Stellplatz hier liegt neben einer Außendisco. Ist nicht jedermanns Sache, unseres wäre es nicht. Von daher sind wir ganz froh, dass wir zwei Orte weiterstehen. Aber mal hier durchzufahren, das ist schön, der Weg ist klasse hierhin, das sieht man wirklich toll und wir sind schon gespannt, wie er jetzt darunter weitergeht, weil die Küste ja immer weitergeht mit Cliff, wie man es hier sagt, und diesen breiten weißen Sandsteinen und dem tollen Wasser. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never.
never knew that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. Wer redet mit euch nochmal? Ich gehe da jetzt rein. Aha. Also eigentlich hoch, aber vorher gehe ich Pipi machen. Ja. Pipi heißt auf Polnisch Psi. Dann wollen wir mal da hoch. Aber nur, wenn es nicht so teuer wie in Dänemark ist. Okay. Dann nehme ich euch mal mit. Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know. Aber der Alfred jetzt wieder nicht weiß, wo ich bin, weil ich mich hinten an ihm vorbeigeschlichen habe, gehe ich jetzt mal besser wieder mit euch zurück. Wollte ich Alfred hier auf einen Kaffee einladen, da tut er das Ding nicht mehr. Wobei da hinten sind Strandcafés. Da müsstest du doch irgendwie in die Einbahnstraße rein. Wir sind jetzt in, jetzt habe ich ganz vergessen, wo wir sind, mit Schoste, ne? Haben hier am Strand, die Preise sind aber identisch mit den anderen Lokalen, wo vorbeikamen, zwei Eiskaffee bestellt, die aus Kaffee bis hier, dünnem Kaffee bis hier, Milch bis hier und 6 Eiswürfel bestanden. Bezahlt, umgerechnet 15 Euro. Läuft. Pipi machen, 1,50 Euro. Läuft. Leuchtturm hoch, am Arsch, läuft, 5 Euro. Also das ist schon eine Sache, naja, war in Dänemark auch so, ne? Die wir im Schatten vor dem Leuchtturm sitzen, 0 Euro. Ja. Also die wir merken, egal wo du an der Küste bist, es ist alles unheimlich. Wenn nicht teuer geworden, aus allem wird eine Gebühr erhoben. Ja?
muss man vorher wissen auf jeden Fall. Es ist kein preiswerter Urlaub, wenn du sagst, du willst nach Polen. Hier haben wir das erste Mal wieder etwas älteren Hausbestand. Irgendwo habe ich noch ein paar Rieddachhäuser gesehen. Aber ansonsten auch Bütchen, Bütchen, Bütchen. Da muss umgespritzt werden. Das ist nur von den zwei Tagen. Die Mikros sind aus. Nee, sind sie nicht. Ach so. Ich meine, wir sind ja nun wirklich, wir fahren ja jetzt seit Januar schon durch. Ja. Wir sind jedes Wochenende unterwegs gewesen, ne? Wir haben eins ausgelassen? Nee, nicht ein einziges, ne? Na, das ist Schwester. Nee. Und bin ja da auch immer relativ schnell mit kurzer Hose dabei, aber das habe ich jetzt das ganze Jahr nicht geschafft. Aber ich habe eben auch gesehen, als wir durch den letzten Ort gefahren sind, 37 Grad haben wir. Zeigte zumindest die Anzeige da an. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Ja, war ganz schön heftig. Aber deshalb bin ich auch jetzt gar nicht mehr da hinten an der Küste entlang gefahren, sondern den Fahrradweg. Ja. Wir brauchen jetzt erstmal eine Auszeit. Ich habe meiner Frau einen Gefallen getan. Ich bin mal mit ihr zum Strand gegangen. Zum Sonnenuntergang. Sie ist happy. Richtig. Alles romantisch. Gestern mit den indischen Laternen, mit Herzchen, verliebte Pärchen. Und ich immer ganz allein und verlassen. Wie gesagt, als ich... Da gibt es eine Anekdote. Da war ich in Holland, bin ich immer an der Eisdiele vorbeigegangen. Und ab und zu habe ich mir da auch schon mal einen Kaffee getrunken, um ein bisschen die Leute anzugucken. Und der Kellner hatte richtig Mitleid. Und am dritten Tag oder vierten war Alfred mit. Und dann machte er nur so auf meinem Arm den Sonnenuntergang für meinen Mann. Auf Händen getragen. Na, okay. Bleib doch mal stehen. Was hast du denn vor? Willst du mir einen Heiligenschein verpassen? Jetzt hat meine Frau noch einen Heiligenschein. Die heilige Betty. Der Schutzpatron aller Wohnmobilisten und Camper. Oh, ey. Ich mach mal aus hier. Das ist der beste Sonnenuntergang, den es gibt. Was? Hi! Kriegen wir den Tee? Knarren die Stühle. Das sind nicht die Knochen. Erst die Stühle, dann die Knochen. Scheiße! Ich traue der Sache nicht. Die Knochen. Aber es waren nur die Stühle. Unter dem Kreuz der Hoffnung sagen wir euch jetzt, wie unser Tag war. Er war schön, ich fand ihn gut, ein bisschen zu heiß, aber wir sind ja dann gefahren, zuerst nach Trečac. Hat mir ganz gut gefallen. Reva fanden wir richtig knuffig, aber Nirčose
war uns zu viel Planiermeile mit Souvenirfressmeile. Das hat uns nicht so gefallen, aber der Rest war wunderschön. Die Fahrt oben an der Klippe, am Cliff, wie man es hier sagte, vorbei, war mega toll. Der Sonnenuntergang war grandios und das Schwimmen davor, das war richtig herrlich. Wir haben 19 Grad Wassertemperatur heute am, ich weiß nicht wie vielten, was haben wir gleich, dritten, vierten? Ich weiß es gar nicht. 4. September 2024 haben wir 19 Grad. Also es war richtig schön. Die Wellen waren so, dass du so ein bisschen Action hattest, aber nicht zu stark. Und jetzt gehen wir zurück, essen noch zu Abend. Es ist immer noch, achtet mal, 24 Grad. Und dann schaue ich, wo es morgen weitergeht. Morgen werden wir weiterfahren, irgendwo vor Hinterkohlberg. Um von dort aus da nach Kohlberg zu fahren. Aber schauen wir mal. Ich habe mir da einen Campingplatz ausgesucht, aber ich weiß nicht, wo der ist. Das gucke ich gleich noch mal in Google nach. Aber hier sind so viele Mücken. Wenn ihr in Urlaub fahren solltet, zumindest zu der Jahreszeit, nehmt irgendwie Antibrumm oder Autan oder das ganze Zeug mit. Die Mücken sind penetrant und wir haben das Gefühl, hier stechen sogar die Fliegen. An der Stelle würde ich mal sagen, bevor wir noch mehr Stiche bekommen, gute Nacht, wir sehen uns morgen, in der Hoffnung, dass wir heute Nacht etwas besser schlafen können, weil gestern war es ohne Max Van furchtbar laut im Wohnmobil. Ciao, bis morgen.